Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es ist diesmal ein bisschen länger geworden. Es tut mir leid, dass so lange ein Video kam, aber es kommt ständig was dazwischen. Und jetzt bin ich zu Hause, wie man sieht. Und ich weiß nicht, ob dieses Video hochlädt, weil wir haben ja sehr, auf dem Dorf haben wir sehr schlechte Internetverbindungen. Meistens lädt es dann im Nachbarort besser, weil da, keine Ahnung, anders besser vernetzt ist. Deswegen würde ich euch jetzt gerne schöne Weihnachten wünschen, aber ich weiß eben nicht, ob es morgen online kommt. Aber dann sage ich einfach mal, ich hoffe, ihr habt schöne oder ich wünsche euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Aber ich, dazwischen kommt eh noch ein Video. Ich filme morgen auch ganz fleißig mit, an Heiligabend. Nehme ich den Tag über so ein bisschen mit, was wir so essen. Genau. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dem Video. So, zum Frühstück gibt es bei mir Porridge mit einer Banane, Chocolate Chips, Peanut Butter, Alpro, dann habe ich noch ein, zwei von diesen Mini-Spekulatius drauf gemacht und ein bisschen Lebkuchen noch, also ein winterliches Porridge. So, mein Mittagessen ist einmal zwei Scheiben Brot mit diesem Bruschetta-Aufstrich von Zwergenwiese und eine Scheibe von dem Käse, dann habe ich noch Rucola drauf gegeben. Und das ist wieder Gemüse, wie immer, Karotte, Gurke, Paprika, Radieschen, Tomate. Und ich würde sagen, jetzt machen wir noch den Adventskalender auf. Dann machen wir mal die Türchen auf. Ich habe schon alle rausgeholt, damit es nicht immer so lange dauert. Fangen wir mit Pure Lay an. Oh. Okay, ist einfach nur so eine Kette. Hä, aber da ist... Nee, da ist kein Anhängerwalpe dabei, oder? Nee. Nee, ist einfach so eine Kette. Ja, so eine gröbere. Da war ja auch schon das passende Armband gestern drin. Dann ist ein bisschen größer. Bei Pam. Ah. Meine sind jetzt fast leer geworden heute Morgen, die normalen. Auch immer gut. Dann kommen wir zum Frühlings-Adventskalender. Cool, die hatte ich noch nie. Cookie Walnuss, die hatte ich noch nie. Dann kommen wir zum anderen normalen veganen Adventskalender. Mango-Trockenfrüchte. Ja. So, ich esse jetzt so ein Stück von dieser Schokolade. Bin jetzt zu Hause. Tja. Hier im Viertel vor drei. So, bei mir gibt es heute Suppe mit einer Scheibe Brot. Also das ist Kartoffelsuppe. Pastinake ist ein bisschen drin und Kürbis. Ich habe noch ein bisschen, es gibt wahrscheinlich noch eine zweite Portion. Genau. Will ich jetzt essen. Und wir haben jetzt 15.45 Uhr. Wir haben jetzt 18 Uhr. Ich esse jetzt den restlichen Lebkuchen von heute Morgen. Die sind so lecker von DM. Und drei von diesen Mandeln. Das sind solche von Lindt. Kannst du dich gerade mal zeigen? Das sind die hier. Die sind eigentlich echt ganz lecker. Habe ich zum Nikolaus bekommen von meiner Mom. Bei mir gibt es heute was richtig Geiles. Dieses Mal so Bratapfel-Spekulatius-Porridge. Also ich habe, das mache ich ja sonst auch nicht. Zwei Datteln in meinem Porridge noch gemacht. Den Apfel so ein bisschen in der Pfanne mit Zimt angedünstet. Leinsamen, Haferflocken, Alpro-Joghurt und vier von den Mini-Spekulatius. Genau. Mein Mittagessen für heute Brot mit so einem Bruschetta-Aufstrich, eben der von Zwergenwiese. Eine Scheibe Käse, das Randstück, das ist jetzt nämlich alle das Brot, dann habe ich hier noch so ein Stück Heublumenkäse. Und wieder mein Gemüse, Gurke, Paprika, Tomate, Radieschen. Genau. Dann gehen wir noch zu dem Part über, was heute im Adventskalender war. Das war bei Foodist Adventskalender einmal die hier. Ich glaube, das sind jetzt echt alle Sorten noch drin. Auf jeden Fall sind die sehr lecker. Dann beim anderen Foodist Adventskalender, bei dem veganen, war diese vegane Leberwurst drin. Ich bin ja jetzt nicht so ein Freund von Leberwurst. Ich habe sowas noch nie gegessen, auch als ich noch Fleisch gegessen habe. Aber ich probiere die trotzdem mal.
Beim Pelmer Adventskalender war dreimal so ein Kräuterdressing drin. Finde ich ganz cool, muss ich sagen. Und bei Pure Lay war ja gestern diese Kette drin. Und heute den so ein Anhänger. Also ich denke mal, der sollte daran gehören. Wir haben jetzt 15.30 Uhr. Bevor ich da ins Lernen gehe, brauche ich immer was, einen süßen Snack. Da habe ich jetzt eben, die waren ja in dem Adventskalender drin. Ich bin gespannt, wie Hazelnut schmeckt. Und dann esse ich noch den Kopf von Pamela. So, ich habe jetzt Abendessen gemacht. Ja, so habe ich sie noch nie gemacht, Rosenkohl. So mit Olivenöl, Parmesan, also veganen Parmesan und Zwiebeln. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Süßkartoffelpommes und hier habe ich... Süßkartoffeln, nicht Pommes. Und hier habe ich noch so 5 Bällchen von Green Force. Wo sind sie denn? Da. Die habe ich auch noch nie probiert. Ich bin mal gespannt, wie die schmecken. Ja, sollen anscheinend sehr gut sein. So, ich probiere jetzt als erstes mal von diesen... Wow, die sind wirklich gut. Sehr ölig. Ich glaube, ich habe auch ganz ölige Lippen. Aber mega lecker. Wow. Das passt jetzt nicht ganz so dazu, zu dem Gericht, finde ich. Da wäre eher ein helles Ersatzfleisch gut, aber so viel Bolognese, mega lecker. Jetzt probiere ich mal den Rosenkohl. Die Variante ist auch nicht schlecht mit mal so Parmesan. Mit echt gut. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Achso, und wir haben jetzt 17.35 Uhr und ich schaue dazu jetzt das YouTube-Video von Marieke. Mein Frühstück ist Dinkelvollkornbrot mit Marmelade und Käse. Heute gibt es mal kein Porridge. Zum Mittagessen habe ich mir Joghurt mitgenommen. Das ist jetzt der von Fly. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Mit ein bisschen Kaki, Mandeln und Cashewkerne. Ja, ich kaufe mir wieder mal eine Kaki. Ich bin ja sonst nicht so der Kaki-Esser. Also ich habe vor 2 oder 3 Jahren, habe ich die zum ersten Mal gegessen. Da hatte ich so eine Phase mit, habe die everyday gegessen. Und jetzt letzten 2, 3 Jahre gar nicht. Und jetzt dachte ich so, eigentlich ist es ja lecker. Ja. Und noch ein bisschen von diesen Nut Granola von Deliciously Ella. So, bei Pam war heute Morgen ihr Protein Bar in Peanut Butter drin. Bei Pure Lay waren diese schönen Kreolen drin. Ich finde sie voll schön, aber die sind relativ schwer ein bisschen. Dann bei dem Foodist Adventskalender, also wo nur die Foodist Sachen drin sind, waren solche Maiskörner drin, geröstet, gesalzen. Und bei dem veganen Foodist Adventskalender waren die hier drin, die waren schon in dem anderen Foodist Adventskalender. Aber egal, sind ein bisschen lecker. Genau. So, hello, kurzes Update. Ich war nach der Schule im Gym eine Stunde. Ich habe Oberkörper getrainiert. Ja. Jetzt haben wir 3:45 Uhr. Ich mache mir jetzt Essen, ich mache mir jetzt Nudeln. Das zeige ich euch jetzt gleich. Genau, ich habe mir jetzt Nudeln gemacht. Oder die sind gerade in Bearbeitung. Ja. Mit, also so wieder wie letzten Samstag oder nee, wie letzten Freitag, genau. Mit Oliven, getrockneten Tomaten, normalen Tomaten, Zwiebeln, Pesto und Sojacuisine. So spart ihr auch ein bisschen Calories, wenn man es so kombiniert. Genau. Schaut mal, wie creamy. Ist richtig creamy. Das ist jetzt mein Essen, dann kommt noch Parmesan drauf. Highlight des Tages, darauf freue ich mich jetzt richtig. Jetzt noch ein kleiner Snack. Ich esse jetzt die hier, die waren ja im Todes Adventskalender. So Nut Cluster in Salted Chocolate und ein Stück Schokolade, von der aber auch im Adventskalender war.
Das ist jetzt mein Frühstück. Unten drunter habe ich dieser Fly-Joghurt. Ich kann ihn euch jetzt mal zeigen. Der hier, also der schmeckt echt ganz lecker und hat auch relativ viel Eiweiß im Vergleich zum Alpro. Mit Kaki, zwei von diesen Mini-Spekulatius, bisschen Mandelmus, das Müsli von Ella, Leinsamen, eine Dattel, drei Kirschkerne, drei Mandeln. Genau, sieht voll lecker aus. Ich werde jetzt gerade einkaufen. Einmal habe ich so Austernpilze mitgenommen. 250 Gramm. Dann für später eine Laugenstange. Ich habe noch Oberst da. I love it. Das riecht so gut. Geil. Eine Gurke. Paprika von Demeter und das Bio. Dann den Fly-Joghurt, weil ich auf den gerade voll abfahre. So, dann habe ich noch eine Packung Tortellini, eine Kaki und eine Aubergine von Demeter. Und dann noch Tomaten. Genau, ist jetzt nicht so viel. Ich bin ja jetzt nur noch bis Donnerstag offiziell da. Freitagmorgen fahre ich dann nach Hause. Genau. Ich hoffe, das reicht mir. Lindor, weiße Schokolade ist einfach der Hit. Das habe ich bei der Poststation bekommen. Eine so Kugel. Richtig geil. Das ist jetzt mein Essen. Mein Mittagessen. Wir haben jetzt 12.30 Uhr. Karotte, Paprika, die letzten zwei Oliven, Tomaten, Radieschen, ein bisschen Heublumenkäse und eine Laugenstange mit Oberst da. Wie immer als Dessert gibt es jetzt noch ein Stück Schokolade. Was Süßes wie immer. Die ist echt ganz lecker, wo man Adventskalender drin war. Nee, ich habe euch noch gar nicht gezeigt, dass ein Adventskalender war. Also bei Purelay war so ein Armband drin. Finde ich ganz cute. Dann im Foodies Adventskalender waren wieder solche Nutclusters drin, wo ich ja gestern schon gegessen habe. Aber dieses Mal ist es Salted Peanut. Dann war in dem anderen veganen Adventskalender, das fand ich richtig cute, so eine Backmischung mit Lebkuchen von Better. Finde ich richtig cute. Und bei Pam war Haferhubs, die hier drin, finde ich auch cute. Die wollte ich eh mal probieren. Genau. Das ist jetzt mein Essen. Vier von diesen, ja, von diesem Köttbullar von Green Force. Von was waren die? Green Force, glaube ich, ja. Dann hier ein bisschen Blumenkohl und Kürbis. Und oben Kartoffeln. Ich esse jetzt noch dieses Cheesecake Spekulatius Dessert. Das ist so geil. Ich habe jetzt einfach noch ein bisschen Eis drauf gemacht von diesem Salted Caramel, was ich noch da habe. Von Häagen-Dazs. Ja. Good morning. Wir haben jetzt 8.30 Uhr. Ich habe mich schon angezogen. Ich gehe jetzt ins Gym. Ich würde zeigen, was mein Adventskalender war. Einmal bei Foodist, also wo nur Foodist-Produkte drin sind, waren diese Snack Bites in Peanut Butter Jelly. Ich glaube, ich habe wirklich alle, wo es gibt. Im anderen Foodist-Adventskalender war das hier drin. Von Oatsam, für Smoothie Bowls. Beim Pam-Kalender war 50 Gramm von ihrem neuen Granola drin. Und bei Purelay war so ein Ring drin, den finde ich echt schön. Genau. Yes. Ich gehe später mit Chantal noch frühstücken. Um 11.30 Uhr. Also brunchen, frühstücken. Und ich esse jetzt diesen Coffee Hazelnut Riegel von Pam. Weil, ja, ich gehe jetzt ins Training und immer einen Snack. Heute wird der Booty Beine trainiert. Genau. Ja. Irgendwie stört mich das alles gerade fest. Das ist so eng. So, das war bei mir mit Fenster, Leute. Bei Purelay so kleine Stecker.
dann, wie cool einfach bei Pam war einfach dieser neue Hey-Riegel drin. Ey, also der Pam-Riegel, der Pam-Adventskanal ist echt der Oberhammer. Hier sind so viele Limited Editions und neue Sachen drin. Love it. Und dann bei Foodist, dieser Almond Bar, der soll ja auch voll gut sein. Bin mal gespannt. Und dann noch beim anderen Foodist war diese Gemüsebrühe drin. Die war auch mal in der Pam-Box drin, tatsächlich habe ich die nie verwendet. Also die ist frisch, ist eine frische und die soll anscheinend auch voll gut sein. Teste ich mal aus. So, Montagmorgen. Ja, Brot mit veganem Frischkäse, Marmelade und Brie-Käse. Mein Mittagessen wird sein der Gemüse, as always. Und Brot mit Aufstrich von Zwergenliese, Kresse und Scheibe Käse. Ich mache jetzt Pfannkuchen. Genau. Oh fuck. Bisschen gebrochen. Ich habe Buchweizenmehl und Dinkelmehl, aber nicht so viel Buchweizenmehl, aber vielleicht liegt es daran, dass es gebrochen ist. Ein Snack gemacht. Ich habe jetzt aber alle Pfannkuchen ausgebacken, die anderen esse ich halt gegen später, gegen heute Abend. Vielleicht fülle ich sie auch mit Käse und Pilze, keine Ahnung. Ich habe jetzt hier Linenspread drauf gemacht mit Banane und es war der erste Pfannkuchen. Ich probiere jetzt mal. Mhm. Schon lecker. Und eine Mandarine. So, ich esse jetzt den noch und die zwei halte ich mir jetzt echt fürs Abendessen auf. Mit dem Spread Caramel. So, das ist mein Essen. Also der restliche Pfannkuchen eben. Weil insgesamt 4 Stück. Mit Marmelade hier jetzt gefüllt und hier habe ich einfach so Käse reingemacht. Mein Frühstück, hier habe ich einmal Oberst da drauf, dann Marmelade, veganer Frischkäse und eine Scheibe Käse. Genau, das muss jetzt leer werden alles vor Freitag. So, mein Mittagessen heute ist meine Mandarine. Dann habe ich mir einfach da unten drin ist Joghurt, dieser Alpro mit Hafer, dann noch ein bisschen Hafermilch rein, eine halbe Banane und dieses Crunchy Müsli, also das Granola besser gesagt, das aus dem Adventskalender war, das neue von Pam. Bin mal gespannt, wie es schmeckt. No. Bei mir gibt es jetzt heute Tortellinis. Ich habe auch die ganze Packung gemacht, dann mache ich mir der Rest für morgen, aber jetzt habe ich gerade nur das Gemüse für heute gemacht. Das brate ich mir dann wahrscheinlich später noch an. Also hier haben wir eine halbe Aubergine drin, eine Zwiebel und ein paar Pilze, das sind Austernpilze, genau, und getrocknete Tomaten. Das ist jetzt mein fertiges Essen. Sieht nachher sehr nice aus. Das werde ich mir jetzt gönnen. Ich habe noch ein paar Tomaten reingemacht. By the way. So, ich esse jetzt noch eine Scheibe Brot mit dem restlichen Oberst da und eine Mandarine nochmal.